Ich denke mal, als Stürmer will man am liebsten für die Mannschaft jedes Spiel ein Tor machen. Und wenn man dann endlich das erste Tor macht für den neuen Verein, vor allem auch dann bei so einer Kulisse beim Heimspiel, ist das natürlich schon was Besonderes und erlöst einen schon ein bisschen. Ich kann nur sagen, dass wir wirklich jetzt alles versuchen zu tun, um irgendwie die restlichen Spiele zu gewinnen oder einfach positiv zu gestalten, dass wir einfach allen Anhängern der Alemannia-Familie wirklich dieses große Ziel dann irgendwie am Ende dann bescheren können und uns dann selber damit natürlich auch belohnen. Die U-Mannschaften, die können gut kicken. Die sind nicht umsonst so in so Leistungszentren, die jungen Spieler. Aber die kommen an den Tivoli. 20.000 Karten sind verkauft, 25 werden kommen, irgendwie sowas. Da muss direkt klar sein, wer hier der Chef ist. Und das müssen wir auch ab Minute 1 sofort zeigen. Und dann müssen wir die sofort rasieren. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Danke für den freundlichen Empfang. Es scheinen ja doch ein paar Alemannia-Fans da zu sein. Herzlich willkommen hier im Euregio-Live-Zelt auf der Euregio. Herzlich willkommen Mika, herzlich willkommen Thilo, herzlich willkommen Nils. Schön, dass ihr da seid. Ja, Dankeschön. Hallo. Dankeschön. Hallo. Frisch geduscht, frisch vom Training. Was stand heute auf dem Plan, Mika? Ein sehr intensives Training. Viele Zweikämpfe, viele Torabschlüsse. So wie so ein Anfang der Woche halt abläuft. Ne? Wenig Taktik, nur Feuer und los geht's. Auf euren Chefcoach müsst ihr im Moment dienstags noch verzichten. Der macht einen Trainerschein. Macht das einen Unterschied für euch eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Unsere Einstellung ist eigentlich immer gleich, ob der Trainer da ist oder nicht. Ne? Jeder muss Vollgas geben. Jeder kämpft auch natürlich um seinen Platz. Also ist ja auch ein Leistungsprinzip im Training. Und deswegen wird da jetzt irgendwie nicht, nur weil der Trainer nicht da ist, weniger oder schlechter trainiert. Das gibt es bei uns nicht. Thilo, schön, dass du auch da bist. Neuzugang, der in der Winterpause gekommen ist. Klassische Frage an jemanden, der neu in der Stadt, in dem Verein ist. Wie hast du dich eingelebt? Ja, danke erstmal. Klar, ich habe mich gut eingelebt. Ich freue mich, hier zu sein. Die Jungs haben mich gut aufgenommen. Und wie gesagt, wir versuchen alles zu geben. Und in der Winterpause ist ja immer schwer oder anders zu wechseln. Man hat nicht diese lange Vorbereitung, nicht so die Zeit reinzukommen. Wieso hast du es trotzdem gemacht? Von Rödinghausen zu Alemannia gekommen? Ja, ich denke, wenn ein Anruf von Alemannia kommt, so ein Traditionsverein, dann zum jetzigen Tabellenplatz, versuchst du natürlich alles zu geben, um diesen Wechsel zu machen. Ich bin auch ein junger, ambitionierter Spieler, der halt dann natürlich so ein Angebot unbedingt annehmen will. Nils, du gehörst wie Mika zu den Führungsspielern, zu den erfahrenen Spielern. Wie geht man dann mit so neuen Jungs um, die dann in so eine bestehende Gruppe reinkommen? Gibt es dann erstmal ein Ritual? Muss er was singen oder einen ausgeben? Wie funktioniert das bei euch? Ja, theoretisch müssen die Neuzugänge alle bei uns singen. Da hatten wir im Trainingslager in der Türkei den einen oder anderen Spieler, der da was performen musste. Aber ich denke, das gehört dazu. Das lockert die Stimmung auch innerhalb des Teams. Und ich glaube, wenn man dann auch mal so eine Live-Performance, aber auch vor noch ein paar Fans hinlegen muss, dann schweißt das, denke ich, auch nochmal zusammen. Und man ist dann auch direkt lockerer und offener, auch in der Kommunikation. Thilo, du könntest jetzt das nochmal wiederholen, wenn du möchtest. Publikum wäre da. Ich habe jetzt nichts geplant. Ist gar kein Problem. Heute Mittag waren Sascha Eller und Erdal Celik hier und die sagten, auch zu dieser Mentalität, die ihr offensichtlich in der Mannschaft habt, auch zu diesen Wechseln in der Winterpause, da kommen neue Spieler und du hast das Gefühl, nach ein paar Tagen, die sind schon immer dabei. Ihr habt jetzt schon viele Mannschaften erlebt, jedes Jahr eine neue Gruppe. Was macht diese aktuelle 23-24er Mannschaft offensichtlich so besonders? Ja, ich glaube einfach, dass wir eine unterschiedliche Dynamik haben in der Mannschaft. Also wir haben viele laute Spieler, wir haben auch ein paar leise Spieler, aber alle verstehen sich untereinander, auf dem Platz und neben dem Platz. Auf dem Platz kommen auch manchmal gegeneinander, dass es ein bisschen lauter wird, aber das ist dann auch nach dem Training durch. Und ich glaube einfach, dass diese Energie in der Mannschaft sehr besonders ist und dass jeder daran glaubt und jeder pusht jeden, jeder hat seinen Platz. Das ist einfach besonders. Es ist wirklich, wirklich so, dass man sagt, dass wir haben eine sehr gute Teamchemie. Das sagt man nicht nur so, sondern das ist auch einfach so.
Du hast im, ich glaube, Oktober, November warst du bei uns im Podcast schon mal zu Gast. Da hast du gesagt, du würdest dir noch mehr Pfeffer in der Mannschaft wünschen. Danach kam diese Siegesserie, 10, 11 Spiele, wo ihr wirklich nichts liegen gelassen habt. Hat sich das dann ja, mit den Siegen automatisch entwickelt, dass du dieses Selbstverständnis hast, was du ja, du brauchst ja Selbstvertrauen für, so ist das ja, der Kopf spielt ja immer mit. Ja, genau. Ne? Also je mehr Siege wir geholt haben, desto größer wurde das Selbstvertrauen und desto lauter wurden wir auch. Ne? Und das hat sich dann einfach so gebildet und so wie es passiert ist, ist natürlich das Optimalste. Ne? Wenn du so viele Spiele hintereinander gewinnst, dann machst du dir auch im Spiel keinen Kopf, wenn man mal schlechte Phasen hat, dann bleiben alle zusammen, dann bleiben alle auch bei sich, bei ihrer Leistung und ja, das ist optimal aktuell. Mein Kollege Christoph Pauli und ich, wir rätseln immer dann montags in unserem Talk, wenn wieder in der 94. Minute irgendwas passiert ist. Du hast selber so ein Spiel entschieden. Ich war in Schalke, als fast das Stadion da explodiert ist. Jetzt war das wieder in Rödinghausen der Fall. Habt ihr da irgendeine Erklärung für, warum ihr offensichtlich ja, immer noch den Glauben dran habt, so ein Spiel umzudrehen, ihm eine neue Wendung zu geben? Also ich muss dazu sagen, dass sich das halt auch innerhalb der Saison auch einfach formt. Also wenn du wirklich über Wochen lang gute Leistungen bringst und sich das Team immer mehr formt, entstehen Automatismen. Und ich glaube, dass wir dann auch während des Spiels einfach, dass jeder im Kopf hat, okay, wir sind gut genug, wir brauchen irgendwie nur eine Chance. Wenn wir die bekommen, dann sind wir da und können dieses Tor machen. Und dieser Glaube, das ist das Allerwichtigste, der ist wirklich bis zum letzten Zweikampf, den wir auf dem Platz führen, ist der da. Das hat man in den letzten Spielen gesehen und deswegen. Aber man muss dann auch irgendwo dann auch das Glück erzwingen. Also ich glaube, ich habe in meiner persönlichen Laufbahn das noch nie erfahren dürfen, dass man als Mannschaft wirklich auch nochmal so spät zurückkommt und wirklich sich dann auch in jeden Zweikampf wirklich reinhaut und dann die Chance hat, wirklich noch zu punkten. Und ich glaube, das haben wir uns ein Stück weit irgendwie erarbeitet, auch nach einem sehr holprigen Start zu Beginn. Und trotzdem dürfen wir uns darauf jetzt nicht ausruhen, um Gottes Willen. Wir haben noch 10 Spiele, es ist noch so viel, wir haben wirklich noch, ja, es sind noch 30 Punkte zu vergeben, also es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg und wir müssen sehen, dass wir da jetzt einfach weiter anknüpfen. Stimme ich Nils absolut zu und was ich hinzufügen kann ist, wenn du so häufig in der Nachspielzeit Spiele entscheidest oder Punkte holst, dann ist das auch am Ende kein Glück mehr, das ist dann auch Qualität. Ne, das ist eine Qualität, dass der Toni jetzt gegen Rödinghausen so eine Ecke in der letzten Aktion spielt, ne? Oder gegen Schalke, ne? Oder der Nils. Das ist einfach so, ne? Und das ist dann einfach kein Glück. Immer Glück ist Können, ne? Heißt es das ja auch. Das ist es, genau. Thilo, jetzt müssen wir ein bisschen über dich erfahren als Neuzugang. Die Chance muss ich ergreifen. Du hast ganz viel Zeit bei Werder Bremen verbracht, 12, 13 Jahre in deiner Jugend. Erzähl mal, wo kommst du her und wie war dein Weg? Ich bin in Oldenburg geboren, im Norden, in der Nähe von Bremen. Hab dann auch ziemlich früh den Weg ins Leistungszentrum gefunden, zu Werder Bremen. Hab dann da meine ganze Jugend gespielt, bis zu U19 hoch. Bin von da aus dann 2 Jahre nach Braunschweig gewechselt. Hab dann von da aus ein Jahr Regionalliga bei mir in der Heimat in Oldenburg bei Jeddelo gespielt und bin dann wiederum ins NLZ nach Hannover. Hab dann ein Jahr in Koblenz jetzt letztes Jahr verbracht in der Regionalliga und wie gesagt im Sommer dann nach Rödinghausen und freue mich jetzt endlich bei Alemannia zu sein. In deinen jungen Jahren schon ganz schön viel rumgekommen. Was würdest du sagen, wo hast du am meisten mitgenommen? NLZ-Ausbildung, könnt ihr beide ja auch was dazu sagen, ist sicherlich was Besonderes, weil einfach die Qualität des Trainings, Qualität der Mitspieler sehr hoch ist. Wie hast du das erlebt? Wer waren da deine Trainer, die dich geprägt haben? Klar, NLZ ist natürlich immer spielerisch eine super Sache. Da geht es auch im Training halt, gibt es viel mehr Qualität, da entwickelt man sich halt einfach immer weiter. Aber die Jahre halt im Herrenbereich, sag ich mal, jetzt letztes Jahr in Koblenz, wo es nur um Abstieg geht und so, das prägt einen auch. Da entwickelt man dann halt diese Mentalität, jedes Spiel, dass man halt 90 Minuten einfach durch die ganze Zeit arbeitet. Und ich denke, das tut mir jetzt auch gut, um hier das Ziel zu erreichen.
Du hast eben gesagt, du musst es eigentlich gar nicht lang überlegen, zu Alemannia zu gehen. Offensichtlich ist der Name des Clubs in dieser Liga eben hat eine ganz besondere Strahlkraft. Dennoch ist es ja ein Sprung, hier dann in der Winterpause hinzukommen. Wie bist du das angegangen? Was hast du dir vorgenommen? Was waren deine Ziele? Ja, nach dem Anruf erstmal hatte ich super Gespräche, habe mit dem Trainer halt wirklich, der hat mich wirklich gut, sehr überzeugt, hierher zu kommen. War zwar natürlich auch eine einfache Entscheidung und habe mir halt Ziele gesetzt, dass ich halt für die Mannschaft halt alles gebe, dass wir halt unbedingt dieses Ziel erreichen zusammen als Mannschaft und ich halt alles Mögliche dazu beitrage. Ganz individuell, du bist ziemlich langer Kerl. Stellst du den Spielertypen da, physisch starker Mittelstürmer, den es vorher im Kader nicht so gab, ist das deine Rolle? Vorne Kopfbälle gewinnen, Gegenspieler binden und dann auch, wie im letzten Heimspiel, dann auch natürlich selber torgefährlich werden, logisch bei einem Stürmer. Aber sind das die Aufgaben, die du hast in dem System? Ja, genau. Also ich bin in erster Linie dazu da, einfach lange Bälle festzumachen, einfach auch mal das Spiel ein bisschen langsamer zu machen, damit wir, weil wir halt so eine hohe Intensität fahren, auch mal ein bisschen Ruhe haben, dann den Ball klatschen zu lassen und halt vorne einfach Meter zu machen für die Mannschaft. Hast du Vorbilder? Gibt es Spieler, wo du sagst, da gucke ich besonders genau hin? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber früher habe ich halt viel Wayne Rooney, der einfach wirklich auch so eine Kampfsau ist und sich hier überall reinschmeißt und ja. Passt eigentlich ganz gut zum Tivoli, ne Nils, so ein Typ? Also. Ja, absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Ihr zwei, Mika und Nils, ihr seid Teil dieser Viererkette, die sich am Anfang der Saison war es eher so ein Wechselspiel, aber jetzt hat sich das bombenfest rauskristallisiert. Ihr steht da hinten und lasst so gut wie nichts zu. Wie bewertet ihr diese Konstanz, die ihr da jetzt habt? Das ist schon auffällig, finde ich. Ja, das ist schon gut, was wir machen, finde ich auch. Aber wir haben auch unsere Abläufe, ne? Und jeder pusht sich. Wir haben auch natürlich auch die Achter, Sechster, die vor uns arbeiten, die vor uns rackern. Ja? Wenn man mal sieht, was ein Basti Müller oder ein Kilian Paljuka manchmal im Spiel laufen müssen, ansprinten müssen, das ist dann schon heftig. Ne? Und die halten uns dann natürlich auch ein bisschen Arbeit von uns fern. Ne? Also wir sind halt dafür da, dann, wenn was auf uns zukommt, dass wir das halt dann abräumen. Ne? Wir machen es gut, ja, aber die vor uns machen es auch richtig gut und das darf man halt nie vergessen. Ne, deswegen, ich bin generell auf jeden stolz bis jetzt, auch zu dem Stand jetzt. Es ist leistungstechnisch sehr, sehr hoch, was wir auf den Platz bringen. Du sprichst das an, dieses System, wo die Halbpositionen im Mittelfeld ja eine hohe Lauflast tragen. Als der Trainer kam, wie hast du diese Umstellung, ist ja schon eine andere Art, Fußball zu spielen, wie hast du das empfunden und habt ihr direkt gesagt, jo, da gehen wir mit als Mannschaft, da können wir uns total mit identifizieren? Ja, wir haben dem Trainer vertraut. Ne? Ich glaube, Vertrauen ist wichtig in so einer Situation und wir haben dann versucht, das umzusetzen, was der Trainer verlangt. Natürlich, das braucht ja auch Zeit. Es war auch am Anfang nicht so, dass das alles direkt gefruchtet hat. Und als wir dann gesehen haben, dass wir nach, ich glaube, 6 Spielen, wie viele Gegentore haben wir bekommen? 2-1, hat man gesehen, dass es funktioniert. Und dann haben wir uns gesagt, natürlich machen wir so weiter. Nur natürlich wollen wir das auch noch verbessern. Es war ja auch noch nicht so, dass es perfekt ist. Perfekt ist im Fußball ein sehr seltenes Wort. Und ja, wir machen es gut und wollen aber auch in den Abläufen immer noch besser werden. Du bist der Kapitän der Truppe seit dem Winter. Auch erklärt worden, warum du das dann geworden bist. Und hast eigentlich, hab's nachgeguckt, auch in Schalke immer mal die Binde getragen. Du warst in Bocholt Führungsspieler. Diese Führungsmentalität, wo kommt die bei dir her? Wie ist die angelegt, dass du sagst, ja, ich habe Lust drauf, Verantwortung zu übernehmen? Das ist schwer zu erklären, um ehrlich zu sein. Ich gebe einfach immer mein Bestes. Ich will immer mein Bestes geben. Im Training, im Spiel und versuche, alle Jungs mitzureißen. Und ich möchte eigentlich dahin kommen, dass wir auf dem Platz nicht nur einen Kapitän haben, sondern
6, 7 Spieler, die alle mitreißen. Egal wie der Spielstand ist, egal wie gut wir spielen, egal wie schlecht wir spielen. Da müssen wir hinkommen, dass wir nicht nur einen Spieler haben, der jetzt die Binde trägt und wenn es schlecht läuft, der dann da ist und die Mannschaft zu pusht. Natürlich, ich mache das gerne. Ja, ich bin lauter Spieler, ich bin lauter Charakter. Ist auch gut. Aber ich möchte, dass die erfahrenen Spieler wie Nils, wie Sasa, die viele Spieler auf dem Buckel haben, die gut spielen, die konstant sind, dann mitmarschieren, ne, und alle mitreißen. Dann sind wir noch effektiver und noch stärker. Und dann kann uns auch fast keiner brechen, in keiner Situation. Nils, beim Mitmarschieren, da muss man dich nicht groß überzeugen. Das ist so deine Kernkompetenz auf deiner rechten Seite. Mentalität ist bei euch jetzt dieses Jahr ein viel strapaziertes Wort, weil er eben so oft enge Entscheidungen, späte Entscheidungen herbeiführt. Nochmal, du hast auch schon viele Mannschaften erlebt. Was ist so dein Gefühl jetzt? Ihr habt so eine Riege an gestandenen Spielern, die schon viel erlebt haben. Macht einen sehr geschlossenen Eindruck auf mich. Ja, dem kann ich zustimmen. Also ich glaube, vor der Saison hat man sich ja auch so die Frage gestellt, ob das überhaupt passt, wenn du wirklich so viele Spieler hast, die in ihren Vereinen irgendwie Stammspieler gewesen sind, Führungsspieler waren und die jetzt alle zusammenzuwürfeln, ob das dann so passt. Aber ich muss halt sagen, dass das sehr, sehr, sehr gut sogar passt. Also klar, wir hatten anfangs unsere Schwierigkeiten, haben das dann aber beiseite geschafft, um jetzt nochmal so einen kleinen Rückblick zu geben. Ja, und ich finde, dass wir das von Spiel zu Spiel besser machen, dass man auch von Trainingseinheit zu Trainingseinheit einfach spürt, dass jeder verstanden hat, worum es hier geht. Auch anhand einfach der Euphorie, die hier in dieser Stadt entstanden ist. Und wir wissen, wir haben das jetzt einfach alles in unserer Hand. Wir haben jetzt noch 10 Spiele. Wir gehen jedes Spiel so an, als wäre es ein Endspiel. Das sind jetzt alles Floskeln, die ich hier raushaue, aber es ist halt wirklich einfach Fakt. Und ja, es steht viel auf dem Spiel, das weiß jeder. Aber ja, wir geben alles daran, tagtäglich besser zu werden und tagtäglich wirklich 100% zu geben, damit wir am Ende alle zusammen gemeinsam das Ziel erreichen. Du sagst, es sind noch 10 Spiele. Dann kommt da jetzt so die Zeit, dass man vielleicht mal nachdenkt, so was wäre, wenn. Ist das dann auch eure Aufgabe, das so ein bisschen wegzuhalten und zu sagen, ja Jungs, komm, fokussiert bleiben? Oder besteht die Gefahr überhaupt gar nicht, weil Heiner Backhaus solche Gedanken auch gar nicht zulässt? Ich würde da noch gern was zu sagen. Also ich finde, es ist eigentlich immer okay, wenn man kann das schon zulassen, man muss es nur richtig einschätzen. Weil ich glaube, wenn man das wirklich zulässt, ist das ja auch irgendwo ein Ansporn. Wenn man gesagt bekommt, dass du die zweite Mannschaft sein kannst, die seit Jahren hier in Aachen aufsteigen kann. Und wenn man dann auch hört oder alte Geschichten hört, was dann hier los sein wird, ich glaube, das ist Ansporn genug. So, und da kann das wirklich gut sein. Man sollte jetzt aber nicht wirklich jeden Tag irgendwie auf die Tabelle schauen und sagen, ach hier, da haben wir das Spiel, da haben wir das Spiel, das könnten wir gewinnen, so und so. Das kommt schon mal vor, aber im Endeffekt wissen wir ganz genau, wir müssen uns jetzt auf jedes Wochenende einfach zu 100% vorbereiten und die Spiele versuchen zu gewinnen. Ja genau, Spiel für Spiel, aber positive Emotionen einfach zulassen. Na, aber von Spiel zu Spiel denken, so wie wir es die ganze Zeit machen. Einfach so weitermachen. Wie besprecht ihr dann so ein Spiel wie in Rödinghausen nach? Da gibt es ja verschiedene Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist, spielerisch waren die schon einen Tacken besser an dem Tag. Der andere Blickwinkel ist, am Ende in Unterzahl dann eben doch wieder zurückgeschlagen und einen Punkt mit in Bus genommen. Es ist natürlich Fakt, dass man nicht jedes Spiel gewinnen kann. So. Und wenn dann ein Spiel in Rödinghausen, wenn da uns jemand vorher gesagt hätte, wir holen da einen Punkt, dann muss man damit zufrieden sein, weil das war ein wirklich, wirklich extrem schweres Auswärtsspiel. Da sind viele gestolpert. Klar kann ich natürlich auch manche Fans dann auch verstehen, dass sie dann halt darüber sich ärgern oder keine Ahnung, irgendwas ja, zu sagen haben. Aber trotzdem muss man verstehen, dass man nicht jedes Spiel gewinnen kann und dass man auch mit einem Punkt auswärts in Rödinghausen absolut zufrieden sein muss. Auch wenn man sieht, wie dieses Spiel einfach, ja, was dieses Spiel für einen Ablauf hatte. Rödinghausen hat es einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das muss man anerkennen. Und ich glaube, wir haben dann aufgrund unserer Mentalität dann einfach noch einen gewonnenen Punkt geholt in Rödinghausen und damit muss man zufrieden sein. Thilo, wie war für dich die Rückkehr an alte Wirkungsstätte? Hast du ein paar alte Freunde getroffen? Du warst jetzt nur ein halbes Jahr da. War es trotzdem ein besonderes Spiel oder wie jedes andere?
Ja klar, ich denke mal, das ist immer ein besonderes Spiel, gegen, egal wie lange man bei einer Mannschaft war, zu spielen. Klar, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. aber wie gesagt, wir haben den Punkt mitgenommen, sind glücklich darüber und jetzt geht es ans nächste Spiel. Mika, habt ihr sowas wie so ein Countdown oder so ein Abrisskalender in der Kabine? So und so viele Aufgaben warten noch oder irgendein Ritual, wie ihr den Rest so angeht? Nö, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, Spiel für Spiel, ne? Woche für Woche ans Leistungsmaximum kommen und den Gegner bestmöglich stressen mit unserem Pressing und unserer Qualität und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ne? Und es bringt ja nichts, jetzt irgendwie schon aufs Pokalhalbfinale gegen Düren zu gucken, wenn man vorher zwei sehr schwierige Spiele gegen Düsseldorf, Zoll und Köln 2 hat. Ne? Und deswegen Woche für Woche und ich glaube, so fahren wir auch ganz gut, ne? Weil in dieser Liga kann halt jeder jeden schlagen. Wir können nicht durchmarschieren, also wir können schon, ne? Es geht, aber man sieht, dass man auch mal stolpert, ne? gegen Rödinghausen zum Beispiel, was ein sehr schwieriges Spiel war, wie Nils schon gesagt hat. Und deswegen Woche für Woche gucken, dass wir die Punkte holen. Düsseldorf 2 hat einen guten Lauf, ne? Da haben wir heute mit Erdal Çelik und Sascha Eller schon drüber gesprochen. Diese U-Mannschaften ja generell gut ausgebildet und eigentlich immer schwer zu bespielen, ne? Ja, klar, ne? Die U-Mannschaften, die können gut kicken. Ne? Die sind nicht umsonst so in so Leistungszentren, die jungen Spieler. Aber die kommen an den Tivoli, ne? Da kommen wie viel? 20.000 Karten sind verkauft, 25 werden kommen, irgendwie sowas. Da muss direkt klar sein, wer hier der Chef ist. Und das müssen wir auch ab Minute 1 sofort zeigen. Und dann müssen wir die sofort rasieren, so sage ich jetzt einfach mal. Das muss einfach direkt einfach Feuerwehr. Klare Ansage. Es gibt ein bisschen personelle Vakanzen. Ist für euch ein Thema, aber es kommen auch einige wieder, ne? Lukas Czepanik ist wieder da, bei Dustin Wilms weiß man noch nicht so genau. Aber Thilo ist fit. Ich bin fit, ja. Wirst vorne drin stehen und warten, was passiert. Was heißt vorne drin stehen und warten, was passiert? Ja, was der Nils hier für Flanken schlägt oder Anton Heinz oder wer auch immer. Ja klar, über jede Flanke bin ich froh. Also du hast beim letzten Heimspiel dein erstes Tor dann gemacht. War das eine Erlösung? War das für dich auch so ein bisschen Brustlöser, kann man das sagen? Ja klar, ich denke mal, als Stürmer will man halt am liebsten für die Mannschaft jedes Spiel ein Tor machen. Und wenn man dann halt endlich das erste Tor macht für den neuen Verein, vor allem auch dann bei so einer Kulisse beim Heimspiel, ist das natürlich schon was Besonderes und erlöst einen schon ein bisschen. Ich meine auch, es wäre besonders gejubelt worden, als er getroffen hatte. Kann das sein, dass ihr ihm das besonders gegönnt habt, Nils? War das so? Ja, selbstverständlich. Ich saß oben, ich habe es mir von oben angeguckt, ich war ja gesperrt. Aber ja, nein, ich persönlich habe mich mega gefreut für ihn, weil sowas, man weiß selber, wenn man als Stürmer vielleicht auch 2 Wochen vorher noch irgendwie ein bisschen kritisiert wurde und dann das Tor schießt, auch noch vor unserer Kurve, ich glaube, das ist wirklich auch eine Befreiung und das kann nur positiv für uns sein und auch für Thilo und deshalb, ich glaube, hat sich jeder gefreut bei uns in den Reihen, ja. Mika, du hast noch ganz gute Kontakte nach Bocholt, weil du da gespielt hast. Wie ist da die Lage? Was hörst du von da? Hast du da Kontakt noch oder hast du den eingestellt jetzt? Ja, eingestellt nicht. Da sind wenige Spieler noch, mit denen ich letztes Jahr zusammengespielt habe. Die haben ja auch einen relativ neuen Kader. Ich habe noch zu ein, zwei Spielern Kontakt, aber von denen höre ich jetzt aktuell auch nicht so viel, ne? Ich glaube, wir machen unseren Job und die versuchen ihren Job zu machen und wir hoffen oder wir wollen dann natürlich vor denen stehen am Ende auf Platz 1. Überrascht dich das, dass die da oben stehen? Das war so eigentlich nicht zu prognostizieren, oder? Ja, eigentlich nicht. Wir haben auch relativ viele neue Spieler im Kader. Aber wenn man sieht, wie sie die Punkte in der Hinrunde geholt haben, ist das dann auch schon eine gewisse Qualität, wie sie defensiv stehen. Wenig zugelassen, wenig Gegentore, vor allem heim sehr stark gewesen. Das ist dann schon sehr, sehr schwer zu bespielen, die Mannschaft. Also dann im Laufe der Hinrunde hat es mich dann nicht mehr so gewundert. Aber klar, sie müssen noch zu uns, das ist ganz wichtig. Ja, ihr habt Fortuna und Bocholt zu Hause, ne? Genau. Ja. Wir nutzen jetzt mal die Gelegenheit, weil wir ja sonst immer im Studio quatschen und fragen mal hier in die Runde an die Leute mit den Alemannia-Schals und den Trikots. Habt ihr Fragen an die drei oder an einen von den dreien? Vorne in der Mitte.
an den Nils Winter. Du warst schon mal in Aachen. Welche Mannschaft ist besser? Die, wo du schon mal hier warst? Oder die heutige? Das ist eigentlich ganz leicht zu beantworten. Also ich muss ganz klar sagen, die heutige. Ich glaube, damals standen wir noch, oder waren wir ganz anders aufgestellt, hatten noch nicht die Möglichkeiten, auch so einen Kader mit so einer Breite einfach bereitzustellen, dass man halt auch einfach von der Bank Qualität bringen kann, wenn es gefordert ist. Dementsprechend muss ich sagen, auf jeden Fall die heutige. Ja. Jetzt sag nochmal, bis 2018 warst du hier, ne? Nee, ja. 2015 ja. Bis 2018, richtig? 2015 bis 2018, ja. Die junge Dame. An alle drei, was war euer Lieblingstormoment im Februar? Also ich muss sagen, das war das noch im Februar? War im Februar, ne? Gegen Oberhausen? Ja, ne? Mhm. Ja, also ganz persönlich war es für mich auch eine Erlösung, dass ich das 1-0 für uns gemacht habe. Das war persönliche Gründe, sage ich mal. Das befreit einen dann auch schon, wenn man gerade, das muss ich auch zugeben, wirklich eine schlechte Hinrunde gespielt habe. Und dementsprechend war das für mich auch nochmal ein Push, der mich, glaube ich, in die richtige Richtung bringt. Klar, für mich persönlich natürlich das Tor in der letzten Woche. Haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen, dass es für mich auch eine Erleichterung war, das Tor endlich zu machen. Ich habe kein Tor gemacht im Februar, aber das von Brasnic gegen Schalke. Das war auch ein sehr geiler Treffer, ein sehr wichtiger Treffer. Ja. Ich finde interessant, Nils, dass du sagst, du hast eine schlechte Hinrunde gespielt. Du, uneingeschränkt Stammspieler und bist du sehr selbstkritisch generell und warum hast du deine Runde so, warum beurteilst du sie so? Weil es einfach so ist. ich weiß, was ich bringen kann und das konnte ich in der Hinrunde einfach nicht. Ich konnte es nicht auf den Platz bringen. Hat verschiedene Gründe, denke ich. Es lief halt einfach bei mir persönlich nicht so gut, aber das ist dann im Endeffekt auch egal, wenn die Mannschaft trotzdem an einem Strang zieht und wir trotzdem die Spiele erfolgreich gestalten, dann stelle ich dann auch meine Probleme dann in den Hintergrund, auch sehr gerne sogar. Aber natürlich habe ich da ein bisschen dran zu knabbern gehabt. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir auf einem ganz guten Weg, ich persönlich auch. Und dementsprechend gibt es da eine Steigerung, denke ich. Okay, Selbstkritik spricht für dich. Der junge Herr hier vorne, im Trikot von Anton Heinz, glaube ich. Ja, mit Unterschrift. Mit Unterschrift vom Toni. Steigt ihr auf. Ja, bitte, jetzt. Das ist der Plan. Also ja. Direkte Frage. Finden wir alle gut. Nächste Frage, ja? Nils, auf welche Position spielst du am liebsten? Am liebsten spiele ich im Sturm? Nein. Also natürlich auf meiner Position, rechter Verteidiger. Das spiele ich jetzt die letzten Jahre in den verschiedensten Spielsystemen. Und da fühle ich mich eigentlich am besten aufgehoben. Ja. Vielleicht auch dazu mal eine taktische Frage mit diesem 4-3-3 oder wie auch immer man das bei euch nennt, mit den Halbpositionen hast du ja häufig viel Raum vor dir. Also bei den Außenverteidigern ist es ja nun so, die sollen hinten die Tore verteidigen, haben häufig sehr schnelle Gegenspieler, siehe am Wochenende in Rödinghausen auch. Der hatte, glaube ich, so einen kleinen Raketenrucksack. Glaube ich auch, ja. Und auf der anderen Seite seid ihr gefordert, euch dann auch eben immer wieder in den Angriff mit einzuschalten. Ist ja durchaus eine anspruchsvolle Position. Was reizt dich daran so sehr? Ja, gerade das, muss ich sagen. Also, dass du hinten natürlich versuchst, der Abwehr Stabilität zusätzlich zu geben, natürlich zu den beiden Innenverteidigern. Und nach vorne hin, dass du dich halt wirklich immer einschalten kannst und im besten Falle dann auch noch an den Toren beteiligt bist. Gibt es weitere Fragen? Da hinten, ja? Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin 24. Ich bin letzte Woche 25 geworden. Ich bin 30. Es ist wirklich schwer, das zu sagen, aber ja, ich bin 30. Hast du daran zu knabbern gehabt? Ja, habe ich. Okay, wir können nachher nochmal reden. Vom 47-Jährigen zum 30-Jährigen kann ich sagen, du hast noch viele gute Jahre vor dir. Habt ihr noch weitere Fragen? Hier vorne nochmal. Eben kam die Frage,
Welche sind die schönsten Tore bis jetzt gewesen? Für mich waren das die drei Freistoßtore von Heinze. Ja, der Anton Heinz. Gibt es dazu noch zu diesem besonderen Talent noch irgendwas zu sagen? Okay, da gibt es keine Einwände. Das ist einmalig und das hat er sich auch verdient. Ja. Er macht das mit einer großen Selbstverständlichkeit. Ne? Das ist angeborenes Talent oder trainiert er auch viel? Ja, er trainiert ja auch sehr viel nach dem Training. Ne? Also es ist nicht so, dass er irgendwie nach dem Training direkt in die Kabine geht und sagt, ja komm, ich mach mal ein paar Freischusstore, ich kann sie ja eh. Nee, der trainiert die schon, der will die auch perfektionieren. Er ist schon sehr fleißig, was das angeht. Also schon gut. Aber hat man in der, könnte ich euch auch nicht erinnern, in der Häufigkeit, dass jemand direkte Freischüsse verwandelt hat? Nein, also ich kann nur von Anton Heinz reden. Ich habe ja mit ihm die letzten beiden Jahre auch in Oberhausen zusammengespielt und da hat er ja auch schon das ein oder andere Freischusstor gemacht. Jetzt nicht drei Stück in einem Spiel, aber also man muss schon sagen, das ist natürlich auch ein Stück weit Talent und Fleiß. Also beides zusammen in Kombination und ja, ich glaube, wenn man so häufig per Freischuss trifft wie Anton, dann fällt es einem natürlich irgendwann dann auch leichter, denke ich, weil die Gegner sich darauf einstellen, die wissen ganz genau, oh Gott, wenn der Ball jetzt aufs Tor kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Ball drin ist und ja, ich glaube, das alles zusammen führt dann natürlich auch dazu. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Faszinierende daran. Also jeder weiß, was kommt. Und trotzdem schafft er es jedes Mal wieder, den Ball so zu schießen über die Mauer, dass der Torwart keine Chance hat. Ne? Das ist schon bemerkenswert. Das ist schon Qualität. Ja, schon. Hohe Qualität. Noch eine Frage. Habt ihr persönliche Ziele an euch selber? Und wenn ja, welche? Also, das ist jetzt auch wieder eine Floskel, aber natürlich möchte man sich stetig verbessern. Und ich kann nur sagen, dass wir wirklich jetzt alles versuchen zu tun, um irgendwie die restlichen Spiele zu gewinnen oder einfach positiv zu gestalten, dass wir einfach ja, allen Anhängern der Alemannia-Familie wirklich dieses große Ziel dann irgendwie am Ende dann bescheren können, ne? Und uns dann selber damit natürlich auch belohnen. Ja, ich denke auch, dass halt jeder persönlich seine Ziele, also seine persönlichen Ziele erstmal unterordnen muss, damit wir halt unbedingt dieses Ziel, dieses Gemeinschaftsziel als Mannschaft halt unbedingt schaffen. Ich glaube, dass jeder, wenn ich jetzt von uns dreien rede und ich glaube von der ganzen Mannschaft auch, jeder möchte besser werden in jedem Training, jeden Tag. Und ich glaube, wenn sich das alles so fügt, ist das fürs Team auch super, ne? Wenn jeder besser werden will. Und das persönliche Ziel von mir ist auch ganz klar, jedes Spiel, jedes Training besser zu werden. Mhm. Ist es denn, wenn man mit 24 Kapitänen bei einem Viertligisten ist, auch das logische nächste Ziel, irgendwann zu sagen, ja, ich will auch mal Stammspieler in der dritten Liga sein? Oder guckt man sogar, vielleicht reicht es irgendwann für die zweite Liga mal? Wie ist das bei dir? Hast du so eine? Ich bin in meiner Karriere ganz gut gefahren, so Jahr für Jahr auch zu denken, ne? So in kleinen Schritten. Ich bin sehr früh im NLZ von Fortuna Düsseldorf ausgebildet worden und habe dann anfangs in jungen Jahren viel geträumt und das hat mir nicht so geholfen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich kleinere Brötchen backen sollte. Und ich glaube einfach, wenn ich von Jahr zu Jahr denke, dann passt das schon. Ne? Und das ist eine Riesenehre für mich als Kapitän, hier für Alemannia aufzulaufen. Und das Ziel ist, nächstes Jahr natürlich für Alemannia in der dritten Liga zu spielen. Okay. Du darfst die letzte Frage stellen, junger Freund. Oh, dann haben wir die vorletzte und dann die letzte. Ja, ich habe nicht nur diese Saison, aber auch vorher schon, aber auch diese Saison alle Spiele von euch gesehen. Sowohl am Tivoli als auch auswärts. Eure Mentalität und der Kampf gegen den Ball finde ich sensationell. Das ist wirklich toll. Mir und auch Leuten, mit denen ich spreche, fehlt ein bisschen so die spielerische Entwicklung. Wir hatten so die Hoffnung mit Uli und dem Anas, dass jetzt ein bisschen mehr Qualität auch mal in den einen oder anderen Angriff reinkommt. Ich vermisse das ein bisschen, jetzt sind die beiden verletzt. Wie redet ihr innerhalb der Mannschaft darüber? So spielerische Entwicklung, trainiert ihr auch bestimmte Angriffswellen oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, also wir haben unsere trainierten Abläufe, die sind jedem einzelnen Spieler bewusst und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass jedes Spiel halt auch einfach anders ist und dieses Spiel in Rödinghausen darf man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, denn nein, also einfach mal jetzt so als Beispiel gesagt, weil es ist natürlich auch immer was anderes irgendwie auswärts zu spielen und es ist auch immer wieder was anderes dann zu Hause zu spielen.
ohne das als Ausrede zu benutzen, aber die Plätze sind anders. Manche Mannschaften wässern mit Absicht den Platz nicht, dass der Ball achtmal springt, bevor du ihn irgendwie annehmen kannst. So, und das sind halt Sachen, da kann man dann im Endeffekt dann ja wenig für. Das ist halt leider in dieser Liga so. Und dementsprechend kann man dann nicht jedes Spiel irgendwie spielerisch gestalten, sondern muss dann über den Kampf kommen und muss die Spiele dann irgendwie ziehen. Also man muss sich einfach den Gegebenheiten anpassen und dann sehen, dass man erfolgreich ist. So, und ich glaube, wenn wir zu Hause spielen, da haben wir schon in den letzten Wochen, glaube ich, das ist meine Meinung, teilweise schon gezeigt, dass wir spielerisch eine sehr versierte Mannschaft sind und das können. Frage ist dann halt auch immer, was zu diesem Zeitpunkt gefordert ist und wie du am erfolgreichsten Fußball spielst, um dieses Spiel zu gewinnen. Und klar ist auch, in dieser Liga steigt nicht der auf, der den schönsten Fußball spielt, sondern der, der die Spiele gewinnt. Vielleicht auch ein bisschen die Lehre aus dem Anfang der Saison, wo sehr viel auf Spielerische noch Wert gelegt wurde, dass dann diese physische Komponente, diese Anlaufkomponente dann unter Heiner Backhaus mehr dazu kam, sogar nicht jetzt über einen alten Trainer reden oder so, es waren einfach unterschiedliche Ansätze, kann man das sagen? Ja, der Coach ist vor allem sehr fokussiert auf Ballgewinne, ne? Und wenn wir Ballgewinne haben, sind die Gegner unsortiert und dann kannst du schnell in die Tiefe spielen und dahin, wo das Tor steht. Und das ist halt wichtig, und wenn man sieht, wie viele Tore wir nach Umschaltmomenten geschossen haben, dann haben wir deutlich mehr Tore geschossen, als wenn unser Torwart den Ball zu uns passt und wir dann uns durchkombinieren. Und das hat uns in den letzten Spielen ausgezeichnet. Ne? Wie auch Nils schon sagt, die Plätze haben es jetzt in den letzten Monaten noch nicht so möglich gemacht. Ne? Wir hatten aber auch teilweise auch sehr gute Gegner, die sich brutal gut auf uns vorbereitet haben, wie Schalke 2 zum Beispiel. Die wussten alles, was wir machen, von vorne bis hinten, offensiv wie defensiv. Und dann wird es halt auch sehr schwer. Da muss man sich auch erstmal Lösungen erarbeiten im Spiel, das ist dann noch schwerer. Und ich glaube einfach, dass wir bis jetzt sehr, sehr gut gefahren sind mit unserer Taktik und ja, das uns auch ein bisschen auszeichnet. Jetzt bist du dran. Was ist das Ziel für die nächste Saison? Tja, da sind wir weit in der Zukunft, ne? Ja, also ich glaube, wir sollten erstmal den ersten Schritt gehen, bevor wir dann den zweiten Schritt machen können. Dementsprechend ist diese Frage schwer zu beantworten. Ich glaube, das Ziel für so ungefähr Mai ist eine große Feier in Aachen. Da kommst du dann bestimmt auch. Da werden wir dann auch dabei sein. Da sehen wir die drei Herren hoffentlich dann wieder. Das wäre jetzt mal das Ziel. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart nach dem Training. Wünsche für Freitagabend alles Gute. War eine tolle Runde. Vielen Dank. Und ihr habt Autogrammkarten dabei. Bleibt noch ein bisschen da. Und danke sehr, alles Gute. Dankeschön. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung aus dem Medienhaus Aachen.